Hallo zu Inside Politics, mein Name ist Claudio Schiesel und heute interviewe ich Fiona Fiedler von den NEOS in Folge 54 unserer Reihe. Und es geht diesmal um die Nationalratswahlen und Fiona Fiedler ist auf der Landesliste der NEOS für die Steiermark auf Platz 1. Hallo und ich fange gleich mal an. Wer ist eigentlich Fiona Fiedler? Schönen guten Tag. Fiona Fiedler ist mein Name, ich bin 43 Jahre alt, ich bin verheiratet, habe zwei wunderbare Söhne, bin Volksschullehrerin vom Beruf, das seit 2 Jahren, war vorher in der Gastronomie. Ja. Habe ich gelesen, geboren 27.01.1976 in Klagenfurt, also eigentlich eine Kärntnerin, aufgewachsen zum großen Teil in Salzburg, wenn ich es richtig verstanden habe, und dann in Klessheim gewesen, ziemlich bekannte Schule. Ja, das 2-jährige Tourismuskolleg dort absolviert, weil mein großer Wunsch war, in die Gastronomie zu gehen. Das habe ich dann auch gemacht 2003, mit meinem damaligen Partner ein Lokal eröffnet, bin dann 2009 ausgeschieden und ja. Und dann die Umschulung zur Lehrerin gemacht. Genau, so ist es. 2013, nach der Geburt meines zweiten Sohnes, habe ich die Umschulung eben zur Volksschullehrerin gemacht und habe den Beruf dann 2 Jahre jetzt ausführen dürfen. Das erste Jahr habe ich gewartet auf einen Posten und ja. Also so viel zum Lehrermangel, aber das ist eine andere Geschichte. Da sind wir eigentlich schon beim ersten Thema, weil die NEOS schicken sich an, die Bildungspartei zu sein oder eine der Parteien zum Thema Bildung. Was ist Ihnen persönlich beim Thema Bildung wichtig? Mir ist es wichtig, dass diese echte Schulautonomie kommt. Das bedeutet, dass Schulen wirklich dezidiert auf die Fälle in der Schule genau eingehen können, dass es nicht von außen irgendwie grob bestimmt wird, sondern dass jede Direktorin die Möglichkeit hat, sich ihr Personal selber zu suchen, die Schwerpunkte selbst zu legen und einfach autonom zu arbeiten, so wie es der Standort und die Kinder auch brauchen. Weiters gibt es den Chancenbonus, für den wir sind. Das heißt, Kinder, die den Chancenbonus brauchen, das heißt, die besondere Bedürfnisse haben, die vielleicht nicht deutsche Muttersprache sprechen, die bekommen ein Konto, eben diesen Chancenbonus. Und auf diesen Chancenbonus kann jede Schule zugreifen und genau diese Fördermaßnahmen für jedes Kind da herauszahlen quasi, ohne grob bürokratische Umwege gehen zu müssen und eventuell auch länger auf Betreuungslehrer zu warten. Ich habe das im letzten Jahr erlebt, dass ich vom Antrag bis zum tatsächlichen Erscheinen des Betreuungslehrers fast 6 Monate gewartet habe. Und das ist weder für das Kind gut, noch für die Klasse und auch für die Lehrerin. Natürlich, das ist auch etwas, was Sie auch schon angesprochen haben in der Pressekonferenz, wo man Sie vorgestellt hat. Näheres dazu im Infolink oben. Aber jetzt geht es auch immer um die Frage der Effizienz. Also wie wichtig ist es sozusagen, einen Schüler auch effizient nach vorne zu bringen? Es hat jedes Kind das Recht, gefördert und gefordert zu werden, so wie es ihm zusteht, so wie es es braucht. Und ich habe als Lehrer einen guten Einblick, was die Kinder genau brauchen. Und da kann ich als Lehrer ansetzen und sagen, der braucht jetzt einen Betreuungslehrer, der muss vielleicht zurückgestuft werden, weil er noch nicht schulreif ist, weil er den ganzen Schulalltag noch nicht schafft, weil sie frisch vom Kindergarten kommen, die Kinder. Es gibt Kinder, die überdurchschnittlich intelligent sind, die brauchen wiederum eine andere Förderung. Und das sieht man in der Klasse als Lehrer selber am besten. Da hilft es nicht, wenn ich von oben irgendwelche Anweisungen kriege, wie ich mit den Kindern umzugehen habe, sondern das soll eben schulautonom bestimmt werden können. So in meiner Schulzeit war so eine Klassengröße von ca. 26 Schülern der Standard bis 30. Wie ist das heute und kann man das nicht sozusagen auch schon so weiterentwickeln, dass man generell sagt, 12 Schüler reichen aus und damit hätte eigentlich ein Lehrer eh auch schon genug zu tun? Wir haben eine Klassengröße von 25 Schülern, der 26. teilt die Klasse dann. Das Problem bei 12 Schülern, ich sehe das persönlich jetzt auch als eine gute Klassengröße, weil man dann auch als Lehrer mehr Möglichkeiten hat, mit den Kindern Ausflüge zu unternehmen, ohne dass man eine zweite Lehrperson dazu braucht. Allerdings ist es rein finanziell nicht machbar, 12 Kinder in die Klasse zu packen. Also es gibt die Schuleingangsphase, wo ein zweiter Lehrer dazukommt, der erste und zweite Klasse trennt, wenn so Familienklassen gebildet werden müssen, meistens in Kleinschulen am Land.
da sind die Klassengrößen dann kleiner. Da haben wir dann 14, 15 Kinder, 17 Kinder. Das geht dann auch, ist alles besser als 25. Ist schon richtig, ja. Ich meine, ich kann mich erinnern, ich war einmal in einer Schule, da waren wir dann nur zu 8, das waren es der stolzesten Schuljahre, aber das ist eine andere Geschichte. Meine Matura habe ich mit 50 anderen bestritten, also Abendschule, aber das ist andere, wieder eine andere Geschichte. Ja, das heißt, für Sie ist zum Beispiel dieser Begriff Talente blühen, mit dem Matthias Strolz, der NEOS-Gründer, immer wieder kokettiert hat oder geworben hat, auch etwas ganz Wichtiges. Natürlich. Es hat jedes Kind seinen Bereich, wo es gut ist, wo es was zustande bringt. Jedes Kind hat seine Talente und die muss man fördern. Ich kann nicht auf den Schwächen herumhacken und sagen, das kannst du nicht und das kannst du nicht. Ich muss schauen, was kann das Kind gut. Es gibt musische Kinder, es gibt mathematische Kinder. Ich muss sie einfach da abholen, wo sie sind, wo sie stehen und ihnen die beste, die möglichste Förderung zukommen lassen. Haben Sie das Buch Talente blühen von Matthias Strolz gelesen? Nein, habe ich nicht gelesen. Aber Sie wissen, was im Parteiprogramm steht? Ja. Okay, gut. Das ist die berühmt-berüchtigte Fanfrage gewesen. Ich habe mal vor kurzem ein Foto von Ihnen neben einem Tiger liegend gesehen, mhm, auf Facebook. Würden Sie sich als eine Löwin sehen oder jemanden, der gerne, sage ich mal, unternehmenslustig ist? Ich bin absolut unternehmungslustig. Immer sehr spontan, auch auf Reisen sehr spontan. Löwenmama, ja. Sonst eher die Tigerfrau, eben wegen den Tigern. Tiger ist mein Lieblingstier. Und es war eine wirklich großartige Erfahrung, da neben dem Tiger sitzen zu dürfen, ihn streicheln zu dürfen. Also es war so ein Lebenstraum, der mir erfüllt wurde. Gar keine Angst? Nein, überhaupt nicht. Wenn wir schon bei Ängsten sind, was sind Ihre Ängste bis 2030 für Österreich? Der Klimaschutz natürlich ist ein großes Thema. Einfach das ganze Umweltthema, die Nachhaltigkeit. Wir müssen viel mehr darauf schauen, dass es ja ein besserer Platz zum Leben wird, damit unsere Kinder auch noch sorgenfrei in den Tag leben können und auch unsere Enkelkinder vielleicht einmal. Ich verstehe. Sie haben es erwähnt, Sie sind zweifache Mutter. Das Thema Medien- und Netzpolitik spielt da immer mehr auch in der Jugenderziehung eine Rolle. Wo greifen Sie ein? Was bringen Sie Ihren Kindern bei, was man da berücksichtigen muss? Beziehungsweise was bringen Sie in der Volksschule den Kindern bei? Wir haben in der Volksschule in der 4. Klasse einen Safer Internet Workshop für die Kinder teilweise angeboten, hat nicht jede Schule angenommen, aber großteils. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, diese Sensibilisierung für diese sozialen Netzwerke den Kindern beizubringen, weil sie oft nicht verstehen, was es für Gefahren birgt, wenn ich ein Foto irgendwo mache und es schnell einmal online stelle, wie schnell das seine Kreise zieht und wie schnell das auch nicht mehr löschbar ist, auch wenn man selber vielleicht vom Handy oder vom Tablet löscht. Da gehört es wirklich ganz hart daran gearbeitet, dass es aufgeklärt wird. Zu Hause ist es so, dass mein kleiner Sohn ist 9, der hat kein Handy, der kriegt auch so schnell keins. Er wünscht sich zwar irrsinnig, weil in der Klasse natürlich schon ein paar Kinder Handys haben. Ich persönlich wäre für ein Handyverbot bis 11, 12, weil es nicht notwendig ist. Also wir leben in einem relativ sicheren Land. Die Kinder können alleine in die Schule gehen, werden teilweise begleitet, fahren allein mit dem Bus. Da brauche ich jetzt kein Handy, ich brauche mein Kind nicht erreichen. Ich weiß ganz genau, es kann von der Schule nach Hause kommen oder ich hole es einfach selber ab. Hat früher auch funktioniert. Natürlich ist die Zeit heute eine andere, wobei es bei den sozialen Geschichten mehr darum geht, Anklang in der Gruppe zu finden, in einer Klasse zu finden. Und auch da gehört wieder umgedacht, dass man mehr mit Menschen spricht und sich mit denen unterhält und einfach die Gemeinschaft mehr lebt und nicht jeder, also wenn man jetzt so in die Parks schaut, ganz wenige Kinder spielen, die meisten sitzen am Handy und reden dann gar nicht mehr miteinander und diese Kommunikation fehlt mir halt ganz massiv und das schaue ich auch bei meinen Kindern, dass ich wirklich viel mit ihnen rede. Der Große hat natürlich, er ist 18 geworden, mittlerweile ein Handy, ist auch in den sozialen Medien gut vertreten, macht das gut und gerne, aber er weiß auch, wann er das Handy weglegen muss und arbeiten muss. Also. Okay, ja, ist auch normal ab und an. Na gut, ein Schummelzettel kann man es immer verwenden, aber das ist eine andere Geschichte. ich musste mir noch meine Schummelzettel selber schreiben, aber das ist auch wurscht. Aber dabei hat man am meisten gelernt. Eben, ja. So, dass man sie dann meistens nicht mehr brauchte.
Umgekehrt habe ich irgendwann mal einen Vorschlag gehabt, das war glaube ich eine Wiener Bildungsdirektorin oder Stadträtin, die gemeint hat, 4 Seiten Schummelzettel ist auch ein Nachweis, dass sich der Schüler damit beschäftigt hat. Ja, so ist es. Es ist gar nicht nur dem stattgeben. Ob man es dann in die Bewertung einfließen sollte, ist eine andere Geschichte. Aber zu dem Thema, was Sie gerade angesprochen haben, immer mehr Kinder haben Handys. Wie ist das bei Ihnen in der Klasse? In der Volksschule habe ich ein paar Kinder gehabt, jetzt im letzten Jahr, die am Wochenende als schönstes Erlebnis dann von Handyspielen berichten, was mich schon nachdenklich stimmt. Andere Kinder gehen ins Schwimmbad, gehen Eis essen, gehen in den Wald, machen Unternehmungen mit der Familie. Und wenn so ein schönstes Wochenenderlebnis das Finden einer Waffe ist, stellt sich die Frage, wie richtig das ist, Kindern in dem Alter ein Handy in die Hand zu drücken oder ein Tablet. Ich habe am Land unterrichtet in Weiz. Ja. Da ist es Gott sei Dank noch nicht so vertreten. Es kommt immer wieder vor, die Kinder kommen, präsentieren ihr Handy stolz. Ich habe es in der Klasse so gehandhabt, dass das Handy während des Unterrichts nichts verloren hat. Also das bleibt in der Tasche, weil es kein Unterrichtsmittel ist im Moment. Ist klar, aber wie stehen Sie dann zum Thema Tablets für Schüler? Ich glaube, dass der Umgang mit Tablets den Kindern nicht mehr beigebracht werden muss. Das, was wirklich sensibilisiert werden muss, ist diese Safer-Internet-Geschichte, dass man wirklich darauf achtet, den Kindern die Gefahren des Internets einfach nahezubringen und ein Verständnis dafür zu schaffen. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn die Kinder die Tablets in die Hand kriegen, freuen sie sich irrsinnig, weil sie ein Tablet haben, drücken drauf herum. Aber der Lerneffekt ist jetzt für mich nicht besonders gegeben. Anders schaut es aus in den weiterführenden Schulen. In einer NMS, in einem Gymnasium kann man durchaus gute Apps installieren und mit denen arbeiten. Da haben die Kinder auch schon ein ganz anderes Verständnis dafür. In der Volksschule finde ich es persönlich zu früh. Ich verstehe. Ja, gut, dann kommen wir zu den User-Fragen. Simons Toaster fragt von der Inside Politics Discord-Gruppe, fragt die NEOS, warum sie sich als Transparenz- und Antikorruptionspartei inszenieren und dann wenige Tage vor dem Verbot für Parteispenden eben noch einmal so knapp 300.000 Euro gespendet von einem gewissen Herrn Haselsteiner. Ist das okay? Sicher ist es okay. Es weiß ja auch jeder, dass der Herr Haselsteiner gespendet hat. Deswegen legen wir es ja auch offen. Das Problem ist, dass das andere nicht machen. Also natürlich ist es eine Grenzfrage. Er hat das gespendet, er unterstützt uns, er steht dafür, wofür wir stehen. Er findet das gut, was wir machen, und deswegen unterstützt er uns. Okay. Alfons Honkler fragt die NEOS, wie Libertarier sie sind, also wie liberal sind sie sozusagen? Wir sind eine liberale Bürgerbewegung, das heißt, wir stehen für jeden Menschen, für die offene Entfaltung jedes Menschen, egal was er macht, egal wen er liebt, egal was er arbeitet, wo er wohnt, einfach, wir sind eine liberale Bürgerbewegung. Und die zweite Frage dazu ist, wie haben Sie es mit dem Anarchokapitalismus, also ungezügelter Kapitalismus ohne Regeln? Kapitalismus ohne Regeln. Es soll natürlich Richtlinien geben. Es soll sich jeder Mensch frei entfalten können, aber es gibt trotzdem Regeln und Richtlinien. Also ohne Regeln funktioniert auch das Zusammenleben nicht. Also sind Regeln oder Regulatorien, wenn man so möchte, eine Errungenschaft für Sie? Auf alle Fälle. Es brauchen die Kinder Regeln, weil sonst fallen sie ja aus der ganzen Erziehungsarbeit auch heraus. Wenn ich ein Kind grenzenlos ohne Regeln erziehe, dann kann es auch nicht gut groß werden, weil es einfach Grenzen braucht, um erwachsen zu werden und zu lernen. Da Alfons Honker nochmal nachhakt und meint, ich soll fragen, wie sie Politik für Anarchokapitalisten machen würden, stelle die Frage anders. Wie oder was muss entflochten werden in der aktuellen Gesellschaft?
Ich glaube, dass man offener gegenüber allen Menschen sein soll, egal ihrer Neigung, egal ihrer Lebensart, egal ihrer Herkunft. Das gehört auf alle Fälle aufgelockert. Man muss viel mehr miteinander sprechen. Das ist auch über in allen Bereichen so. Es sollten auch Parteien untereinander viel mehr miteinander sprechen als gegeneinander. Und in der Gesellschaft sowieso. Also ich kann niemanden verurteilen, weil er an etwas anderes glaubt oder weil er von woanders herkommt, eine andere Kultur lebt. Es darf einfach jeder so sein, wie er ist. So, und weil das ja eine sogenannte AMA ist, also Ask Me Anything, wo Isim Picker fragt, wenn man Wasser privatisiert, wie sieht es mit Feuer aus? Feuer zu privatisieren? Ja, genau so. Genau. Ja, was soll ich dazu sagen? Also. Okay, gut, man muss natürlich die zweite Frage dazu noch sagen, nämlich sollen Waldbrände noch von öffentlicher Hand gelöscht werden? Natürlich. Also wenn ein Wald brennt, muss man ihn löschen. Wir brauchen Wälder, wir brauchen die Natur, natürlich. Und wir brauchen wahrscheinlich auch Freiwillige, die da aktiv sind. Auf alle Fälle. Freiwillige, Feuerwehren, alle sollen mithelfen. Wenn man Vermietern freie Bahn gibt, sollte der Staat eine Konkurrenzplattform zu Airbnb anbieten, auf der man als Österreicher zu geringen Gebühren vermieten kann? Wenn jemand vermieten möchte, kann er vermieten, soll er vermieten dürfen. Es steht, glaube ich, jedem frei, mit seinen Wohneinheiten das zu machen, was er will. Okay. Gibt es einen Plan, die Vorsorgekassen abzuschaffen bzw. Bürgern auf eigenen Wunsch ihre Investitionsziele selbst zu wählen? Zu lassen. Da geht es um Pensionsversicherung. Pensionsversicherungen. Also Pensionsvorsorge ist privat möglich, soll jeder machen können. Die Pensionen sollen so wie sie sind jetzt gehalten werden. Wenn jemand privat dazu vorsorgen möchte, warum nicht? Okay, aber im Sinne einer wirklichen Privatisierung des Pensionssystems, da würden Sie sich nicht dafür einsetzen? Nein, es soll die Pensionen vom Staat schon geben. Die Menschen zahlen ja auch ein dafür. Also das ist wichtig, dass die auch belohnt werden für das, dass sie arbeiten in Österreich. Auf alle Fälle. Aber es soll halt auch inflationär angepasst sein, dass eine Erhöhung dann stattfindet, wenn eine Inflation da ist. Fertig. Dazu nur eine kurze Nachfrage. Die Neos haben da immer wieder das Thema Pensionen am Kicker gehabt und haben dann zum Beispiel auch vorgeschlagen gehabt, dass Leute einen Bonus bekommen sollen, die länger arbeiten sollen. Wie lange könnten Sie sich vorstellen zu arbeiten? Ich glaube, es ist immer die Frage, wie gern man seine Arbeit macht. Also wenn es mir gut geht, wenn es mir gesundheitlich gut geht, arbeite ich wahrscheinlich bis 70 auch. Das Problem ist dann meistens nur, dass man in verschiedensten Berufen halt auch das körperlich nicht mehr schafft. Und dann soll man auch in Pension gehen dürfen, wenn es einfach nicht möglich ist. Es soll einfach flexibel angepasst werden an die Bedürfnisse der Menschen. Weil Sie ja Lehrerin sind, könnten Sie sich ein Alterslimit für Lehrer im Unterricht vorstellen und danach geht man zum Beispiel in die Verwaltung? Wenn man in die Verwaltung gehen möchte, also wenn ich meine Mutter da hernehme, die geht Ende des Jahres in Pension, ist es nicht traurig, weil sie nicht mehr unterrichten darf. Ich glaube, dass sie in der Verwaltung dann weniger gut aufgehoben wäre, weil sie einfach den Umgang mit den Kindern, das Leben mit den Kindern einfach vermisst. Und es tut ihr jetzt schon leid, dass sie am Ende des Jahres dann zu Hause bleiben muss. Darf, je nachdem. Ja, also es ist... Ja. Okay. Verwaltung, es kommt immer darauf an, welchen Beruf man hat, glaube ich. Also natürlich ist es in der Verwaltung, man hat hin und wieder die Möglichkeit, dass man eine Direktionsassistenz übernimmt als Stellvertreter. Das ist vielleicht für ein paar Wochen lustig.
und macht Spaß und ist einmal eine Abwechslung zum normalen Alltag. Aber wenn man die Arbeit mit den Kindern schätzt und deswegen auch Lehrer geworden ist, hoffentlich, dann glaube ich, ist man in der Verwaltung falsch aufgekommen. Ich verstehe. Gut, und die letzten zwei User-Fragen kommen von Sukrim. Die habe ich quasi wiederverwendet, weil die hat letzte Woche schon gestellt gehabt von der SPÖ. Wären Sie für eine Wehrpflicht für alle? Es soll einen Freiwilligen hergeben. Es gibt seit 2016 doppelt so viele Freiwillige fürs Bundesheer, die sich melden für diesen Beruf. Und ich glaube, dass der für das Land dienen möchte, das auch tun kann, soll. Das zu verpflichten allgemein ist, glaube ich, keine gute Idee, weil es wieder die Freiheit eines jeden einschränkt. Und damit sind wir auch bei der letzten User-Frage von Sukrim: Abschaffung der 4%-Grenze im Nationalrat zur Förderung von mehr Pluralität im Plenum. Gute Frage. Nachdem ich noch nicht im Nationalrat bin, wäre es wahrscheinlich angenehm. Möglicherweise. Okay, das nehme ich jetzt mal als klares Jein an. Aussagen und Ereignisse, das ist unsere dritte Rubrik. Das heißt, ich konfrontiere Sie mit einer Aussage oder einem kurzen Artikel, wo die NEOS beschrieben werden oder über die NEOS halt insgesamt gesprochen wird. Mhm. Ich fange gleich mal an. Wir haben 14% gemacht, das beste bundesweite Ergebnis und das trotz EU-Armee. Beate Meindl-Reisinger, 27.05.2019. Mhm. Wie finden Sie das? Eine Aussage. Trotz EU-Armee, wir sind für eine EU-Armee. Also das heißt europäische Integration? Natürlich, auf alle Fälle. Wir sind ja auch für die Vereinigten Staaten von Europa. Wir wollen ja einen Zusammenschluss in allen Bereichen, also da, wo sie notwendig sind. Was langfristig wiederum bedeuten würde, dass Sie Ihren Job im Parlament verlieren? Nein, es sollen die Nationalräte ja bleiben, landesintern, aber es soll einen gemeinsamen Sitz geben, wo dann die Dinge beschlossen werden, die überregional sind. Trotzdem müsste man dann aber zum Beispiel irgendwann mal diskutieren, weil wir haben ja relativ viele Neuwahlen neuerdings in Österreich, was wir dann streichen und was wir dann lassen. Naja, es ist zum Beispiel so, dass man eine Landtagswahl auf einen Wahlsonntag zusammenlegen könnte für alle Bundesländer. Das wäre ja mal schon von Vorteil. Generalwahltag. Genau. Super, super Wahlsonntag oder so, ne? Ja, Debatte hatte ich schon vor 5 Jahren einmal, eh auch mit Matthias Strolz. Ja. Und Katrin Nachbar. Aber gut, da gibt es welche, die wollen das, wieder andere wollen das nicht. In Oberösterreich gibt es einen Generalwahltag, wo jedes kleine Dorf genauso wählt wie die Stadt Linz, inklusive einer Wahl für die Brücke plus Landtag. Und in der Steiermark ist das komplett fragmentiert. Also das heißt, Sie wollen das auf jeden Fall zusammenfassen. Auf alle Fälle. Auch um die Wahlkosten zu senken und einfach, es wird so viel Geld verschwendet dafür. Das ist einfach ein Tag. Fertig. Ich sehe jetzt schon, die Wirtschaftskammer wird dagegen protestieren. Oder die Fachgruppenwerbung. Aber das ist eine andere Geschichte. Der Ausstieg von Matthias Stolz stellt eine Zäsur dar. Der Lack ist jedenfalls ab. Die Binke-Erzählung ist damit zu Ende. Beatel Meindl-Reisinger ist eigentlich eine enttäuschte ÖVPlerin, die mit allen Mitteln nur Sebastian Kurz ein Bein stellen will. Beate Meindl-Reisinger ist eine wunderbare Nachfolge für Matthias Strolz und sie hat es genauso satt wie wir alle, dass einfach nichts passiert und das über Jahre hinweg. Dass da jetzt Herr Kurz zum Handkuss kommt, ist, glaube ich, das Los seiner Position. Oder die Bürde, würde er sagen. Oder die Bürde. Die NEOS bleiben hinter allen Erwartungen, den medialen, den öffentlichen und den eigenen. Knapp 8% und ein Mandat ist kein Debakel für eine neue Partei, die vor weniger als einem Jahr erst knapp in den Nationalrat einzog. Doch ihr Momentum könnte die neoliberale Partei verlieren. Insbesondere das Ergebnis in Wien sollte der Partei zu denken geben. Nur zur Erklärung, das war damals EU-Wahl 2014. Und der... Was? Also...
Gut, das war nur der Wind in Form von Nico Swartek, aber das ist eine andere Geschichte. Nachdem die Neos im Nationalratswahlkampf von direkten Gegnern weitgehend ignoriert und medial gehypt wurden, mussten sie im EU-Wahlkampf stärkeren Gegenwind verkraften. Dabei wurden einige Schwachstellen offengelegt. Die Neos sind eine One-Man-Show. Neben dem charismatischen Parteigründer Matthias Strolz gibt es auf Bundesebene keine weiteren zugkräftigen Politikerinnen. Und abschließend, der Lack ist ab. Bei ihrem zweiten Antreten bei bundesweiten Wahlen haben die Neos das Momentum einer unaufhaltsamen politischen Bewegung verloren. 5 Jahre später, wie sehen Sie das? Ich sehe das überhaupt nicht so. Ich stehe mit meinen Kollegen auf der Straße, wir reden mit den Menschen und es ist ein absolut positives Feedback durch die Bank von den Leuten. Wir haben immer mehr Mitglieder, wir wachsen stetig und das ist auch unser Bestreben für die nächste Wahl, einfach größer zu werden. Und wir können nur Österreich aufrufen, uns zu wählen, damit endlich etwas passiert. Also 50% plus. Was auch immer die Wähler entscheiden. Ist okay. So, abschließend Wordrap und kurze Sätze. Also so Mini-Fragen, wie man das vom ORF kennt. Sie sagen dann einfach ganz kurz zusammengefasst, was Sie sich dazu denken. Das Recht geht von der Politik aus, die Exekutive hat dem zu folgen. Das Recht? Nein, das Recht geht vom Staat aus. Der Staat ist das Volk wählt Parteien und die Parteien entscheiden über die Gesetze. Also geht das Recht von der Politik aus? Nein, vom Staat. Okay. Es braucht mehr Geld für die Bildung, Effizienz spielt dabei keine Rolle. Nein. Wir müssen das Geld, das in die Bildung investiert wird, umschichten und so verteilen, dass es sinngemäß eingesetzt wird, dass es da eingesetzt wird, wo es gebraucht wird. Man kann nie zu viel in Bildung investieren, das stimmt schon, aber es wird einfach im Moment über alle Kinder gleich drüber gegossen. Und da muss wirklich angesetzt werden, dass die Kinder, die mehr brauchen, auch mehr bekommen und die, die weniger brauchen, halt ihren Teil abgeben. Aber es profitiert im Endeffekt jeder davon. Ibiza. Peinlich. Mehr Quereinsteiger in die Politik. Definitiv. Politikverdrossenheit? Ja, ist sehr viel zu spüren bei den Bürgerinnen und Bürgern. Aber wir sind am guten Weg, das doch wieder zu richten. Und das nur ergänzend, Suggestivfragen sind verboten, aber ich nehme an, dass die Politikverdrossenheit der Grund ist, warum Sie kandidieren. Auch das, ja. Österreich ist mehr als ein Schnitzel, Bier und Mozartkugeln. Natürlich. Sind Sie Tochter vieler Welten? Vieler Welten? Ich bin offen für alle Welten. Sebastian Kurz ist für mich? Der Altkanzler. 30 Sekunden, warum soll man Sie wählen? Weil ich für die Bildung stehe in unserem Land. Das eigentlich die Basis ist für alle zusammenzuleben und gut zusammenzuleben. Ich engagiere mich wirklich aus vollstem Herzen dafür, nicht nur weil ich Mutter bin, sondern auch weil ich Volksschullehrerin bin und weil ich möchte, dass ich nicht nur einer Klasse helfen kann, sondern vielen Klassen in ganz Österreich und vielen Kindern in ganz Österreich, weil Kinder unsere Zukunft sind. Gut, Fiona Fieler, danke fürs Gespräch. Dankeschön. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!